Hallo, ja, welcome, mit recht herzlich willkommen auf unserem Kanal zurück zu Five Nights at the HK Studios 3. Wir waren ja hier Nacht 1 überlebt. Poppt natürlich noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne es ja gar nicht machbar zu realisieren wäre. Vielen lieben Dank dafür. Und ab geht die Luzi. Ah, jetzt haben wir ja Toxic, ne? Klick hier. Oh, hey, dude. I told you everything was fine. Basically, your first night shift was a big warm-up for this current night. Because das mit den Türen kapiere ich immer nur leider. So many things. But first, we found a real one. A living animatronic. We don't know where the hell it came from, but my friend Steve was walking with me until he saw something green with a big smile. Big smile. So we tried to electrocute it, and now it's roaming around this whole place, trying to find help or something, I don't know. But, I don't know anything about this place, really, but my buddy Steve told me about the boiler thing, as well, with a spooky voice appearing. But I think my buddy Steve has some kind of possession. Ich wollte noch muten, aber so we can prepare for you. Ich hoffe, ich hätte allen gut, ne? Seid alle gut drauf. You have a brand factory new panel for if something can break. Probably not, but you know. Also, there's two cool new features. The first one keeps you from that hunky walking animatronic away. Steve also found out it was a girl. Well, we have been informed over the boiler, as I would say. It's a really big ass boiler, but it smells really fishy in there. Ich wollte da die Nase. My colleagues and they said the boiler has a leaking pipe. They may cause either an explosion or deadly gases and all. I love it. Well, we have also rauskommen her. You have two toxic doors on the camera panel for reducing the amount of deadly toxic gases in your office. Though it also recommends to turn the toxic ventilator on. I think you might not be able to breathe any longer. So I hope you keep your safe and for everything. So yeah. Should we this is all. Ah, this is. So have a good night and good luck, dude. Da oben ist jetzt offen. Links ist offen. Links ist offen. What? Leute, ich check das Spiel nicht. Ich check's einfach nicht. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich raff das nicht. Herzschlag. What? Leute, ich check's nicht. Ich check's nicht. Absolutely no. Aber es kommt auch kein Gegner oder so, gell? No one is coming. Hier ist jemand. What the hell? Das war ja wohl nichts, ne? Das war nichts. Wo kamen die her? Wo? Wo kam die her? Wo kam die denn her? Na nu. Was geht ab? Was geht ab? Kurios. Ja, jetzt aber gleich muten hier. Shut up. Die kam dann mit Sicherheit hier, oder? 100%. 100%. Wenn ich das mit den Türen kapieren würde. I don't know. Door A. And door B. Was ist jetzt Door A? What is Door B? I don't understand it. Ich hab keinen blassen Schimmer. Real talk. Also wenn es jemand kapiert, er darf mir das ruhig in die Kommentare schreiben.
the hell? Das war jetzt da. Und wenn ich jetzt hier das mache, ist das dann... Ist links dann Tür B oder was? Hä? Leute, ich check's nicht. Ich geh jetzt voll auf den Schlauch. Oder sie kommen da. Also links war keiner, oder? Nö, da habe ich keinen gesehen. Also entweder sie hier oder hier. Maybe. Aber hier offen. Ich mach mal so. Oh, das ist toxisch, oder? Böse. Jetzt ist ja die Zeit 3 Uhr, wo sie normalerweise wieder kommt. Wir haben 3 Uhr, 3 am. 3 am. 4 am. Oder bin ich vorhin am Gift, am Toxischen verreckt? Das kann natürlich auch sein. Aber ich habe da so ein Geräusch gehört, als ob's... What? Leute, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Null. Null, 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 null. Also ich spiel verstehe nicht. Ich werde es jetzt auch nicht weiterspielen, weil ich es einfach nicht blick. Warum lebe ich? What? Wer war das? Wer war das? Wo ist das Hähnchen? Fallen? Jesus. Strike. We got it. Leute, wir haben überlebt. Minigame? Minigame! Also. Minigame. Minigame. Ihr wisst ja, ich liebe Minigames. Über alles. Mit sowas hat ein Spiel bei mir schon sie kommt schon wieder mit der Angst. Böse. Light Sweet. Ja, Freunde. Aber diese Nacht 3, wie ihr wisst, wird es erst eventuell irgendwann mal in weiter Ferne in einem dritten Part geben. Weil ich absolut keinen Plan habe, was ich da überhaupt machen soll. Oder? Null. Null Durchjogging. Checking. Aber ich wünsche euch alles Gute. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn das Video bewertet würdet. Schreibt mal das in die Kommentare, aktiviert die Glocke und falls ihr noch kein Abo habt, Köpfchen drücken, press the Add-Button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben, habt Spaß, passt auf euch auf, stay healthy, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Wir sagen tschüss mit euch und fing die Euro. Thank you, goodbye. Good night. Bye bye.